Scheiße, das fällt mir gleich alles raus. Scheiße. Wieder auch JJ und ich habe heute Abend eine Autogrammstunde in Hennstedt-Ulzburg. Das ist irgendwo bei Hamburg. Und ja, ich habe mir gedacht, ich nehme euch einfach mal mit, weil mein letzter Vlog von der Autogrammstunde ist schon jetzt genau ein Jahr her. Das war in Österreich, als ich in Österreich war. Logischerweise in Österreich war ich in Österreich, ne? Ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme euch jetzt mal mit. Ja, und ich würde sagen, gar nichts würde ich mehr sagen. Alter, ich fliege hier schon fast über meinen Teppich. So, und ich werde jetzt erst zu meinem Management fahren nach Bremen. Und von da aus geht's dann los mit dem Auto nach Hennstedt-Ulzburg. Yeah, yo, yo. Okay, wir sehen uns gleich irgendwo anders. Yo, also, ich bin jetzt in Bremen angekommen. Mein Manager hat uns jetzt abgeholt, Carlo. Und jetzt fahren wir noch kurz zu Aldi oder so, ne? Fahren wir zu Aldi? Ja. Ja, und dann fahren wir kurz zu ihm nach Hause. Da werden wir meine Managerin erwarten. Und dann fahre ich mit meiner Managerin nach? Irgendwo über Hamburg. Ulzburg. Oh, Imstedt, Emstedt oder irgendwie so. Ja, okay, wir sehen uns dann. Oh. Ich muss einmal ganz kurz, schaffe ich noch, oder? Ja, klar. Okay, ich hole mir was Süßes. Lalala. Okay, ich muss ausmachen, weil ich muss jetzt hier richtig viel nehmen. So, Süßigkeiten sind jetzt an Start. Und jetzt geht's zum Auto. So, wir sehen uns gleich. So, ich bin jetzt bei meinem Management angekommen. Da ist meine Managerin, aka Monika. A.K.A. eine sehr gute Freundin auch. Und ja, wir sehen uns gleich im Auto. So, jetzt sind wir auf dem Weg nach Hennstedt-Ulzburg. Super Autobahn. Und ja, also ich habe mir so gedacht, ich finde es ja immer, also ich finde es doof, dass ich immer sage, meine Managerin, das ist eigentlich ja Monika. Nein, nochmal. Eigentlich nicht, du bist ja Monika. Ja, genau. Eigentlich. Und ja, ich habe mir gedacht, dass ich da, also ich finde, oh Mann, ich habe mich versprochen. Was? Also ich finde es doof, dass ich immer sage, meine Managerin. Und ja, deswegen sage ich euch jetzt, wie die heißt. Und die heißt Monika. Und das ist auch eine Freundin von mir jetzt geworden. Erst war sie Managerin und dann ist sie Freundin geworden. So, und jetzt sehen wir uns, wenn wir angekommen sind, wieder. Ich bin jetzt in Hennstedt-Ulzburg angekommen und ich zeige euch jetzt ganz schnell das Zimmer, weil dann werde ich gleich mit Monika zusammen losfahren zu Kentucky Fried Chicken. Ja, wegen wir haben übelst Hunger und ja, auf jeden Fall, ich zeige euch schnell das Zimmer. So sieht es aus. So schön rot und so. Und wisst ihr, was richtig Don't Like a Barbie ist? Guck mal bitte, wo ich bin. Ja, okay. Da ist so ein Sportzentrum. Und hier parken die ganzen Leute und so. Ich laufe hier so rum in mein Zimmer. Ja, hi. Ich bin's wieder, eure JJ. Ich bin hier im Zoo-Gehege. Aber man kann ja das hier machen. Und das lasse ich jetzt auch zu. So, ist ein bisschen kacke, weil ich mag gerne Tageslicht. Jetzt komme ich mir hier wieder so undercover alleine vor. Naja, was soll's. Hier ist das Badezimmer. Nichts Besonderes, brauche ich auch nicht. Ich brauche nichts Besonderes, Hauptsache ein schönes Bettchen. So, und ja, jetzt werde ich zu Kentucky Fried Chicken fahren. Wir sind jetzt bei Kentucky und
haben uns hier erstmal schön lecker gegessen. Was machst du da? Und danach sehen wir uns im Hotel wieder. Ich bin jetzt wieder im Hotel und ich habe mir bei DM noch diese Sachen hier geholt. So eine Maske, Zahnpasta und Zahnbürste. Die vergesse ich immer, jedes Mal. Und Haarspray und dann hier so ein, ja, toten Meersalz. Salz, irgendwie ist das Salz tot oder sowas. Und dann habe ich hier noch so ein Gel, Feuchtigkeitsgel für den Körper. Das ist richtig lecker, Barbie. Und ja, Nagelkleber. Und ich werde jetzt ein bisschen meinen Kameraakku aufladen und ein bisschen chillen. Also ich chill jetzt erstmal, Leute. So, wir sind jetzt bei der Autogrammstunde. Ich konnte nicht filmen, wie ich mich fertig mache, weil ich hatte irgendwie keine Zeit mehr. Ist immer so. Und jetzt gehen wir da rein. Ja. Scheiße. Meine Kamera ist voller Make-up. Scheiße, mein Make-up ist ausgelaufen oder so. Naja, was soll's. Shit happens. Ah, Treppen, das ist super. Ist mir vor, dass ich nicht fallen kann, wenn du runterfällst. Hauptsache pinkes Licht. Geht schon los? Hier schlafen? Es war nur eine Frage. Dein Ernst? Du kannst sie mit Ja beantworten. Ausnahmsweise darfst du hier schlafen, so wie jedes Wochenende. Was hast du gerade gesagt? Aber nicht jedes Wochenende. Ich habe gesagt, ausnahmsweise wie jedes Wochenende. Ach so. Ja gut, ich hol mein Bettzeug. Aber laberst du mich auch die ganze Nacht voll? Nö, ich rede mit der Kamera. Ach, ich brauche meine Karte. Oh, ich habe... Tut mir leid, wenn ich ein bisschen laut rede, aber die Musik war so laut, dass ich jetzt einen Hörschaden habe. War nicht lustig, ne? Habe ich umsonst gelacht, schade. So Leute, jetzt hole ich mein Bettzeug und dann zeige ich euch, wie man sich in einem anderen Hotelzimmer wie zu Hause fühlt. Und ich habe den... Gleich versuche ich reinzukommen, alles barrikadiert. Ist nicht so sauber.
Fernsehen geht an. Ich hole jetzt meine Sachen. Das lasse ich hier. Das. Ich putze mir morgen. Ach so, nee, ich brauche meine. Ich rede hier voll mit mir selbst, als wenn ich so zu Hause wäre und rede. Zu Hause rede ich auch immer so. Mit mir selber so, ja, das muss ich jetzt noch machen. Gut, Licht aus, okay. Wo ist mein Schlafanzug? Oh, Leute. So, erstmal hier Fernsehen aus. Und jetzt mache ich mal die Heizung aus. Die habe ich nämlich auf volle Pulle. Pulle, Pulle, Pulle. So, Heizung, du bleibst mal aus hier. So, was brauche ich jetzt? JJ, denk nach. Die Haribo Python finde ich ganz nice. Das Wasser ist ganz nice. Das packe ich alles in die Bettdecke. Oh, die Müllermilch ist auch sehr nice. Oh, das war ganz schön laut. Monika merkt, ich bin ein bisschen länger weg. Sie hat jetzt bestimmt Panik, dass ich mein ganzes Zimmer mit rübernehme. Ich schlafe heute Nacht in Jogginghose nämlich. Das mache ich immer. Also meistens, wenn mir kalt ist. Und ich glaube, mir ist kalt. Und ab geht's. Scheiße, das fällt mir gleich alles raus. Scheiße. Ich habe gerade so Panik gehabt, dass es mir alles rausfällt und es so laut knallt. Ich habe vergessen und das nehme ich jetzt. Ich habe Extensions abgemacht schon. Findest du auch, dass es hier nach Käsefuß riecht auf dem Flur? Ich finde schon. Ich liege jetzt hier im Bett. Ich habe hier noch so leckere Python-Schlängchen. Hoffentlich schlängeln die sich nicht um meine Zunge und züngeln. Ich habe gerade noch schön Chicken-Keule gegessen. Wir haben nämlich den Eimer von Kentucky mitgenommen. Und ja, wie gesagt, ich gebe mir jetzt Pythons. Ich habe noch eine Müllermilch. Yeah! Okay, das war nicht lustig. Hallo, es ist morgens. Ich bin in mein Zimmer gegangen und habe mich schnell fertig gemacht. Also ehrlich gesagt habe ich mir nur einen Zopf gemacht. Meine Zahnbürste ist noch bei Nika, deswegen gehe ich jetzt zu Nika und putze mir meine Zähne. Und wie ihr seht, ist mein Make-up irgendwie noch da. Zwar ein bisschen fleckig, aber pff, scheiß drauf. Ich gehe jetzt so essen, ist mir doch kackegal. Und ja, JJ, wie wär's, wenn du dir mal ein BH anziehst? Auch wenn du keine Titten hast. Okay, mein BH liegt drüben, den hole ich jetzt. Und ja, ich gehe so, ne? Ich denke mir so, was ist das? Alter. Eigentlich wollte ich sagen, ich denke mir so, scheiß drauf, ich gehe einfach in Jogginghose zum Frühstück. Aber... Alter, mein Hund. Miley. Oder Shirley, einer von den beiden Kackbratzen, hat mir ein Loch da reingefressen. Das gibt erstmal Ärger, auf jeden Fall. Ich gehe jetzt rüber zu Nika und putze mir Zähne und dann gehen wir frühstücken. Okay. Ich warte dann zum Frühstück. Wir fahren jetzt wieder zurück. Nach Bremen und dann fahre ich von Bremen mit dem Zug nach Hause, nach Hannover. Und ich bin irgendwie richtig Don't Like Barbie-mäßig müde.
und wir sind gerade erst losgefahren. Also wir fahren noch, wie lange, 2 Stunden? Anderthalb. Okay, das geht. Kann man noch ein bisschen schlafen. Wir sehen uns irgendwo.